Weil wenn wir die rausreißen, machen wir dann die Wurzeln kaputt. Mhm. Da ist durch diese Höhenanleitung, die sind zwar drin, aber... So, heute ist die Bauabnahme. Das ist der Bürgermeister und zuständiger Bauunternehmer. Und man kann dann Der Fußweg hier? 1,80. Aber die Faktoren waren damals. Weil wir haben doch die linke Fläche da. Ja, was können wir machen hier? Ja, sonst hat es sich immer aufgeregt, weil die 1,50 geht gar nicht. Wenn wir da mal irgendwo. Das war 1,50. Das war 6 Platten. Ja. 6 Platten, 30 cm. Ja. Also ja. Der. Hätte von mir aus, aber ich hätte ja, sie waren immer dicker, es sind ja auch die Jetzchen geworden oder die Ventilatoren. Ja. Aber hier haben wir ein bisschen Fläche. Das gefällt mir. Manuel, das gefällt mir gut. Super. Wenn so kein, wenn so kein Problem hätte, dann ist es super. Und die barrierefrei ist auch super gemacht. Ja, der Kollege vom Behindertenverband hat das ja dann abgesegnet. Ja, wir warten da. Schleiße. Die Abrichtung ist diese und diese. Ja. Na da.
Nee, wir hatten jetzt irgendeinen Bahnhof mal erklärt. Wir haben dann so eine Einweisung oder so. Abwasser ist komplett neu, also beide Seiten. Und hier sieht man, das ist der AGV, das war ja eine gesamte Ausstellung zusammen mit dem AGV und Versorgungsverband. Trinkwasser sind auch die Anschlüsse hier gemacht worden. Und der Trinkwasser, der war hier und hier drüben, haben sie neu, die Anschlüsse sind alle neu. Die, waren, die hatten mit den alten, hatten die Abwasserrohre zerschlossen mit dem RKG. Da musste alles neu gemacht werden. Da Glasfaser ja gerade Thema ist, wie sieht es damit aus? Das Telekom ist und wurde ja auch nie angeschrieben. Wir, also die haben uns berücksichtigt und das andere müssen wir später machen. Also ich weiß, was wir drin haben. Wir haben also nur die Rinne ausgewechselt. Aber hier liegt doch prima ganz drin. Also die sind ja alle da. Erstmal das und dann brauchst du Werbung. Da haben wir hier selber immer blöd langfährt und langhetzt und jetzt mal in Ruhe hier langlaufen kann, das sieht man sonst alles gar nicht. Hey? Sie sehen diese Delegation hier, das ist Bauabnahmen hier in Eilenburg und für Kurt Schrink, der Bürgermeister vorne und der Bauunternehmer und die Inspektion. Oberbürgermeister. Von Eilenburg, Ralf Scher.
Ja, Die stehen das auf solchen, da werden so Fehler eingerammt, wie so in diesen Steg, sag ich mal, und dann ist das praktisch, kann man das überflachen. Ja. Okay, und die Parkplätze sind erhalten? Ja. Ja gut, wenn wir sowieso sogar eine Bushaltestelle wegmachen, dann kommen wir ja da hin. Nee, bis 6,5 Meter haben wir. Ja. Die Konzeption sieht ja vor, dass wir sind ja das Platz von drei Busse. Also hier zweimal einsteigen und der dritte Bus kann, wenn der jetzt einfährt, egal von welcher Seite, kann der dort warten. Ja. Dass der dann vorfährt, wenn die anderen beiden Busse, da haben wir dort manchmal nochmal 20 Meter Fläche auf der Länge. So, das Auto? Wohin? Wo? Ja, ich muss eine Felle machen. Fertig. Gut. So, das ist unser Oberbürgermeister Ralf. Bitte schön. Ja, wir hatten heute kurze Besichtigung mit dem Ingenieurbüro. Die Baumaßnahme Dr. Külzring ist verkehrsseitig nun abgeschlossen. Wir sind froh, trotz der maßgeblichen Bauzeitverlängerung nun heute endlich hier sein zu können, um die Sache erstmalig zu begehen. Ich meine, es ist gut gelungen. Die Baufirma hat eine sehr fleißige Arbeit geleistet. Das Ingenieurbüro eine gute Planung gemacht, auch wenn es länger gedauert hat. Wir hatten wenigstens nicht mit Kostenexplosionen zu tun. Das ist schon erstmal eine sehr positive Sache. Und ansonsten freue ich mich, wenn es jetzt auch bald mit dem Brunnen weitergeht und wir dann das ganze Areal ja letztlich fertigstellen. Und danke. Wo kommt dieser Brunnen? Welche Stelle? Der Brunnen kommt hier, so wenn man schräg hier hinter guckt, hinter der Bushaltestelle. Im Zentralbereich wird er angeordnet. Dafür gab es ja einen Wettbewerb, bei dem die Bürger mitwirken konnten und wo eine Jury praktisch die Auswahl getroffen hat, welche Brunnenvariante zur Ausführung kommt. Und es handelt sich hierbei um die Brunnenausführung mit der Nymphensage ist es, ja. Die Brunnenausführung wird also die Nymphensage darstellen. Okay. Und sind Sie zufrieden mit dieser Baustelle, ja, die Leistung her? Am Ende ja, auch wenn es etwas länger gedauert hat. Viele Ursachen haben hier eine Rolle gespielt. Materialverfügbarkeiten, Wetter, Personalknappheit. Von daher sind wir froh, dass wir das jetzt in der guten Qualität hier heute abschließen können. Geplant war so bis Ende Dezember 2022. Ja, wir haben also ein paar Monate überzogen.
Okay, super. Ich bedanke mich. Gut, meine Ein kleiner Abschluss hier.